Hallo und herzlich willkommen. Wir haben zwar Herbst, aber nirgendwo ist aufgeschrieben oder kein Gesetz ist es, dass man im Herbst oder Winter auch keinen Ajourage trinken muss oder kann. Heute habe ich ein Zopfmuster, ganz kleine Zopfmuster mit Ajourmuster zusammen. Sehr einfaches Muster, das ist die linke Seite. So sieht die rechte Seite aus. Sehr einfach zu stricken. Ich habe natürlich Skizze für das Muster hier. Und du kannst das Muster auch in Reihen stricken. In Runden stricken. Das ist für Reihen, das heißt mit zwei Stricknadeln. Und du kannst auch in Runden stricken mit Nadelspiel oder mit Stricknadeln mit Seil. Wenn du Raglan zum Beispiel strickst. Wir haben hier ein Zopf, ganz kleiner Zopf, den musst du nicht stricken. Das ist das hier, was hier an den Seiten ist. Du kannst nur zum Beispiel diese Mitte stricken, wenn dir zum Beispiel deine Maschenzahl nicht passt. Normalerweise ist das Maschenzahl teilbar durch 12 plus 2 Maschen für die Symmetrie und 10 Reihen nach oben. Die geraden Reihen oder die geraden Runden strickst du so, wie die Maschen erscheinen. Wir haben hier, wie gesagt, die kleinen Zöpfe und hier haben wir etwas größeren Zopf. Ich würde euch wieder ganz langsam zeigen, wie du die Maschen auf die, auf die Hilfsnadel liegen muss vor die Arbeit. Und hier haben wir zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, Umschläge. Und zwei Maschen zusammen überzogen, dann biegt sich die Masche, die da entsteht, in die linke Richtung. Wir fangen an mit der ersten Reihe. Die erste Reihe und die dritte Reihe strickst du, sehen genauso aus. Die strickst du so wie die erste, die dritte. Ich bin jetzt am Überlegen. Nee, ist gut. Die Randmasche. Wir sind jetzt bei der ersten Reihe. Dann nimmst du eine Masche auf die Hilfsnadel, legst die Masche vor deiner Arbeit. Die zweite Masche, die auf der linken Stricknadel geblieben ist, strickst du nach rechts. Dann holst du die Masche von deiner Hilfsnadel, schiebst die auf die linke Arbeitsnadel und die strickst du auch nach rechts. Danach hast du zwei Maschen nach links, das sind die im Schwarz gezeichnet. Und dann kommen 6 Maschen im Blau, die wir nach rechts stricken. Die vierte, die fünfte und auch die sechste. Dann haben wir 2 Maschen links. Und jetzt wiederholst du wieder von der ersten Masche so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Nach dem letzten Rapport strickst du für die Symmetrie. Nimmst du eine Masche auf die Hilfsnadel und legst vor die Arbeit, dann die nächste Masche, die auf der linken Stricknadel ist, strickst du nach rechts und dann die von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Und am Ende hast du die Randmasche. Dann wendest du die Arbeit und strickst die zweite Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Dann kommt die dritte Reihe und die ist genauso wie die erste. Das heißt, wir haben die Randmasche und dann nimmst du eine Masche auf die Hilfsnadel oder du strickst das so wie ich, weil das ist wirklich sehr einfach. Die nächste Masche, die auf der linken Stricknadel geblieben ist,
Die strickst du nach rechts und dann die von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Dann haben wir im Schwarz gezeichnet zwei linke Maschen und dann kommen 6 Maschen, die du nach rechts strickst. Nach den 6 rechten Maschen strickst du 2 Maschen links und jetzt wiederholst du so viele Rapports, wie du für dein Projekt brauchst. Und nach dem letzten Rapport strickst du die 2 Maschen für die Symmetrie, also diese kleine Zöpfchen. Und rechts, dann die Randmasche, dann wendest du die Arbeit und hast die 4. Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Die 5. Reihe, die Randmasche. Und dann haben wir wieder dieses kleine Zöpfchen mit der einen Masche vor die Arbeit, die andere Masche rechts stricken und dann die Masche von deiner Zopfnadel auch rechts stricken. Dann kommen 2 Maschen links und jetzt kommt diese etwas größere Zopf. Entweder strickst du das so wie ich, dass du die alle Maschen jetzt, die 6 Maschen, so nimmst und dann die ersten 3 jetzt die rausholen und dann die 3, die hinten in der Luft liegen, auf die rechte Stricknadel und dann wieder auf die linke und. Musst du nicht, du kannst das auch, das zeige ich dir auch, mit der Hilfsnadel, jetzt muss ich natürlich die wieder hier auf der Stricknadel schieben und die kommen wieder hier oder direkt, nee, ich lasse die hier erstmal, dass ich will dir zeigen, wie man das mit der Zopfnadel stricken kann. So, jetzt habe ich die alle wieder hier und jetzt kommen die auf die Hilfsnadel. Das heißt, du nimmst egal, was du da gerade hast, das muss nicht extra eine, siehst du, und das ist für mich schon schwer. Deswegen mache ich das gerne ohne Zopfnadel. Dann legst du die 3 Maschen nimmst du. Ich bin unglücklich, wenn ich mit einer Zopfnadel arbeiten muss. 3 Maschen nimmst du auf die Hilfsnadel. Siehst du? Die nächsten 3 Maschen bleiben auf der linken Stricknadel. Die strickst du jetzt nach rechts. 1, 2, 3. Jetzt kommen die 3 Maschen, die du hier auf deine Hilfsnadel hast, die kommen auf die linke Stricknadel. Die erste, die zweite und auch die dritte. Und auch die würden nach rechts abgestrickt. Die eine habe ich schon verloren hier, siehst du? Die kommt auch hier. Ja, und jetzt rechts und rechts. Wenn man das ganz selten macht, so wie ich, immer ohne Hilfsnadel, dann ist das natürlich nachher etwas schwer. Und jetzt strickst du die 2 Maschen, die nächsten 2 Maschen nach links. Und jetzt wiederholst du das so oft, wie viele Rapports du für dein Projekt brauchst. Und nach dem letzten Rapport hast du diese kleine Zöpfchen. Das heißt, eine Masche nur vor die Arbeit, die andere rechts stricken und dann die von deiner Hilfsnadel auch nach rechts stricken. Dann wendest du die Arbeit und hast die 6. Reihe, so wie die Maschen erscheinen. Die 7. Reihe, die Randmasche und dann haben wir dieses kleine Zöpfchen mit einer Masche vor die Arbeit. So, das geht ruckzuck. Und dann haben wir 2 Maschen nach links, eine Masche rechts und dann 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss erst den Faden hier gerade machen. Den habe ich. So, jetzt. Und dann 2 Maschen, das sind die in Rot gezeichnet, 2 Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Ich muss die
drehen und rechte Stricknadel vorne unter den zwei Maschen, Faden holen und damit machst du zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen. Die Masche biegt sich jetzt nach rechts. Dann hast du zwei Umschläge. Eine Masche heben, die andere Masche stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Das sind zwei Maschen zusammen, überzogen. Die Masche, die hier entsteht, biegt sich in die linke Richtung. Deswegen sage ich immer zwei Maschen zusammen, die sich nach links biegen oder nach rechts biegen. Dann kommt eine Masche rechts, dann kommen zwei Maschen links und dann für die Symmetrie das kleine Zöpfchen wieder mit einer Masche vor die Arbeit. So und die nach rechts stricken alle beide. Dann wenden wir die Arbeit und jetzt bin ich bei der 8. Reihe mit euch zusammen, weil wir haben da in der Mitte die zwei Umschläge. Wir stricken hier natürlich so, wie die Maschen erscheinen. Da, wo wir die linken gestrickt haben, erscheinen die als rechte Maschen und. Und jetzt haben wir zwei Maschen links und dann kommen die zwei Umschläge. Schau mal. Das erste Umschlag strickst du nach links. Das zweite Umschlag strickst du nach rechts verschränkt. Also hinter, von hinten. So, fertig. Dann kommen zwei Maschen links, eine und die zweite, zwei rechte Maschen und zwei linke. Das war das kleine Zöpfchen wieder und die Randmasche, die ich sowieso nach links stricke. Dann wenden wir die Arbeit und wir sind bei der vorletzten Reihe, das ist jetzt die 9. Reihe. Die Randmasche, eine vor die Arbeit, die andere strickst du nach rechts und dann die von deiner Hilfsnadel auch nach rechts. Dann haben wir zwei Maschen nach links, zwei Maschen zusammen, die sich nach rechts biegen, also die rechte Stricknadel schiebst du unter den zwei Maschen, aber von vorne holst den Faden. Dann machst du einen Umschlag und zwei rechte Maschen. Die eine Masche, die erscheint dir hier als linke Masche und die strickst du rechts verschränkt. Die andere strickst du von vorne, wenn du klassisch strickst. Ich stricke beide verschränkt, das heißt von hinten, weil ich die rechten Maschen immer so stricke. So, dann haben wir einen Umschlag, eine Masche heben, eine Masche rechts stricken und die gehobene über die gestrickte ziehen. Zwei Maschen links und das kleine Zöpfchen für die Symmetrie wieder. Eine Masche vor die Arbeit liegen, die andere Masche nach rechts stricken und dann die von deiner Hilfsnadel strickst du auch nach rechts. Und dann kommt die linke Masche, das war jetzt die 9. Reihe und die 10. Reihe, die strickst du so wie die Maschen erscheinen. Wir sind fertig. Wenn euch das Muster gefällt, kannst du das, die Skizze dir abschreiben. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke für euren Besuch und bis zum nächsten Mal. Bleibt bitte gesund, eure Mira.